Okay, das wären eigentlich dann die fünf wichtigsten kognitiven Teile, die hier immer aufgezählt werden. Und wir haben dann noch ein paar andere Aufgaben dazu. Und zwar gibt es einmal so ein Mini-Training. So ein Mini-Training, das ist einfach so eine ganz kurze Aufgabe. Das beinhaltet vier Beispiele zu jeweils den vier kognitiven Teilen. Ja? Also einmal Zahlen folgen, einmal Implikationen erkennen, Figuren zusammensetzen und Wortflüssigkeit. Und also wie du hier siehst, das ist eine Zahlenfolge hier, hier ist kurz eine Figur. Hier sind Wortflüssigkeitsbeispiele und hier eine Implikation. Einfach ganz schnell, um das ein bisschen so als Spaßübung. Und diese Mini-Training, der ist im Level 3-Modus, also das sind auch schwierige Sachen, die hier abgefragt werden. So, dann als nächstes Teil haben wir Textverständnis.